Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute wird es ganz besonders goldig beim Junkfood Guru, denn es gibt die Knusperflocken von Zetti im Test. Schokolade trifft auf Knäckebrot und nicht nur die Tüte ist goldig, auch der Inhalt hat einiges zu bieten. Und vielleicht kennt ihr auch schon die Knusperflocken, wenn nicht, dann wird es wirklich allerhöchste Zeit. Und jetzt mal ganz ehrlich, wer kennt die Knusperflocken noch nicht? Schreibt es in die Kommentare. Und wer kennt sie, schreibt es auch in die Kommentare. Denn wer sie kennt, der wird sie garantiert lieben. Und ich freue mich riesig, dass ich auch eine Kooperation mit Zetti und den Knusperflocken habe. Und zu Ehren dieser Kooperation werden die auch heute nochmal schön auf YouTube vorgestellt. Eine echt goldige Premiere, ihr Lieben. Ich werde auch gleich mal die Tüte öffnen. Aktuell bekommt ihr die übrigens auch im Lidl. Ihr habt sie bestimmt auch schon in anderen Supermärkten gesehen. Vielleicht bei Kaufland oder auch in einigen Edeka, Rewe. Schreibt es einfach in die Kommentare, wo ihr schon mal die Knusperflocken von Zetti gesehen habt. Und schreibt auch gerne mal rein, wann ihr die entdeckt habt, wie ihr sie entdeckt habt und wie euch die Knusperflocken schmecken. Und während ihr schreibt, mache ich die Tüte auf und dann gibt es eine Großaufnahme von den Knusperflocken. Und jetzt werfen wir mal einen Blick in die Tüte. Ich habe übrigens die ganz große 270 Gramm Knusperflockentüte und die wandern jetzt alle auf den Teller hier. Wir machen hier einen richtig schönen großen Knusperflockenberg. Und dann schauen wir uns die nochmal schön in Großaufnahme an. Ups, da sind noch welche da drin. Und die haben auch immer so einen ganz, ganz besonderen Look, weil die in der Tüte so ein bisschen aneinander reiben. Und das ist vollkommen in Ordnung. Denn man hätte sie auch mit irgendeiner Glasur besträufeln können, dass sie irgendwie glänzen. Aber sie sind einfach ehrlich und authentisch lecker. So wie sie sind. Knäckebrot und Schokolade. Ein ganzer Berg voller Knusperflocken. Und jetzt gönne ich mir Knusperflocken. Und diese schokoladige und leicht crunchige, das kenne ich wirklich nur so in der Konsistenz und vom Geschmack her von den Knusperflocken. Und die sind wirklich einzigartig, ich finde die echt lecker. Einzige Problem ist nur, und das kennen einige, wenn man einmal angefangen hat, sind auch so schöne mundgerechte Portionen, die man sich hier zusammenstellen kann, kann man nicht mehr aufhören. So sehen die von innen aus. Und so sieht es aus, wenn man die isst. Finde ich wirklich super lecker. Schreibt gerne in die Kommentare, falls ihr die zum ersten Mal probiert habt, wie sie euch schmecken und wo ihr sie entdeckt habt. Von mir gibt es wirklich ein dreifaches Juhu vom Guru für die Knusperflocke. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren, Daumen nach oben und dann sehen wir uns im nächsten Video. Und ihr könnt auch schon sehen hier, ne? Der Slime im Hintergrund. Ich glaube, der frisst mir die gleich weg. Bis bald, ihr Lieben. Tschüssi.